Frauen dürfen in der katholischen Kirche nicht Priester werden. Es gibt ein paar Menschen, die der Meinung sind, dass dies eindeutig und für alle Zeiten geklärt sei. Diese Einstellung ist in mehr als einer Hinsicht kirchlich nicht haltbar. Ein Hauptargument, warum Frauen nicht Priester werden dürfen, ist ja folgendes. Jesus war ein Mann. Da der Priester Jesus im Gottesdienst, genauer gesagt in der Eucharistiefeier, repräsentiert, darf das dann natürlich auch nur ein Mann tun. Hinzu kommt, dass Jesus laut Bibel nur Männer zu Aposteln gemacht hat. Dieser Argumentation folgen, könnte man ja dann auch sagen, dass nur Männer, die, wie Jesus und die Apostel, aus Galiläa stammen und im Erstberuf Fischer, Zöllner oder Zimmermann gelernt haben, Priester werden dürfen. Unter den Bedingungen hätte es dann wohl bei uns hier in Westeuropa keine Priesterseminare geben dürfen. Für mich aber entkräftet eine spezielle Bibelstelle jeglichen Anspruch, dass nur Männer Priester werden dürfen. Darauf haben schon viele TheologInnen hingewiesen, wie zum Beispiel Marlies Gielen, Professorin für neutestamentliche Bibelwissenschaften an der Uni in Salzburg. Im Brief an die Galater steht: Die ihr nämlich auf Christus getauft wurdet, habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht männlich und weiblich. Ihr alle nämlich seid einer in Christus Jesus. Und das hat der Apostel Paulus geschrieben. Und der ist ja nicht gerade als woker Feminist bekannt. Es gibt kein männlich und weiblich mehr, steht da. In Christus sind wir alle eins. Wenn Frauen also eins mit Christus sind, wieso können sie Jesus dann nicht als Priester repräsentieren? Die nächste Patrone im Revolver der Gegner des Frauenpriestertums ist es, dass Papst Johannes Paul II. Eindeutig festgelegt hat, dass Frauen keine Priester werden dürfen und damit sei die Sache ein für alle Mal geklärt. Es stimmt, dass Johannes Paul II. Gesagt hat, dass Frauen keine Priester werden dürfen, aber er hat es nicht als Dogma formuliert. Seit 1870 gilt in der Kirche, dass alles, was ein Papst als Dogma festlegt, endgültig geklärt und unfehlbar richtig ist. Aber das muss dann doch auch bedeuten, dass alles, was ein Papst nicht als Dogma zu Papier bringt, nicht automatisch unfehlbar ist und diskutiert werden kann. Wozu bräuchten wir sonst die Dogmen? Und damit ist die Frage nach dem Frauenpriestertum für mich auch innerkirchlich eben nicht für alle Zeiten geklärt. Natürlich gibt es noch etliche Argumente mehr für das Frauenpriestertum, die ich hier nicht genannt habe. Schreibt doch gerne Ergänzungen und eure Ansichten in die Kommentare. Hier könnt ihr eine spannende Diskussion zum Thema anschauen. Und wenn ihr keine Zornausbrüche mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.